Tradition wird hochgehalten im Alfred-Kunze-Sportpark. Vor dem Spiel wurde die altehrwürdige Holztribüne in Dieter-Scherbart-Tribüne umbenannt, in Erinnerung an die Chemie-Ikone und Kopfballmonster Dieter Scherbart, der letztes Jahr leider verstorben war. Einige ehemalige der 64er Meisterelf waren heute mit anwesend. Am Mittwoch erst hatte sich der größte Vereinserfolg ja zum 59. Mal gejährt. Das alles wird er genauestens wissen, Miroslav Jagatic, der mit den Leutschern gestern vorzeitig verlängert hat, und zwar bis 2025. Das wurde beim Fanabend verkündet. Man ist mit der Arbeit des 46-Jährigen hier sehr zufrieden. Rein ins Spiel. Vor knapp 3660 Zuschauern, die Halberstädter in Rot, die Chemiker in Grün-Weiß, und die gehen auch gleich mal nach vorn. Florian Kirstein, der taucht da gefährlich vor Lukas Zichos auf. Der Germania-Keeper fährt aber noch rechtzeitig das Bein aus. Zweite Spielminute, schöne Aktion von den Chemikern. Die sind die spielbestimmende Mannschaft in den ersten Minuten, haben in der 9. Spielminute diese Eckenvariante. Das kriegt Halberstadt zunächst gut wegverteidigt. Florian Brückmann mit der nächsten Hereingabe. Alexander Buri und dann Florian Kirstein. Humorlos hämmert er die Kugel unter die Latte. Lukas Zichos chancenlos im Tor der Halberstädter. Siebter Saisontreffer von Florian Kirstein und ein besonders schöner noch dazu. Dann auch mal die Gäste, und zwar mit einem Freistoß. Der wird getreten von Pfeiffer und dann rutscht Ilja Hiliani in den Ball. Dicke Möglichkeit für die Vorharzer hier. Es ist aber wie so oft vorn. Die Chancen, sie werden oft ausgelassen. Manuel Rost könnte sich darüber beschweren. Wir notieren aber 18. Minute, beste Möglichkeit der Halberstädter, die sich hier partout nicht verstecken. Halberstadt hat hier auswärts erst 3 magere Punkte geholt, ist das auswärtsschwächste Team der Liga. Hier gibt es einen Schuss von Erwin Pfeiffer. Es ist eine Qualität der Spieler, die lässt doch arg zu wünschen übrig. Erwin Pfeiffer verletzt sich bei dieser Aktion, hat dann aber auch gleich im Anschluss die nächste Offensivaktion auf dem Fuß. Halberstadt an den 16er sieht das immer sehr gut aus. Dann kommt der Ball, wie gesagt, wieder zu Erwin Pfeiffer. Der flankt mal auf den langen zweiten Pfosten. Und da steht Nico Lübke. Aber sie lassen einfach viel zu viel aus. Diese gesamte Saison schon. Torverhältnis 27 zu 67. Vorn herrscht einfach Flaute. Letzte Minute der ersten Halbzeit. Nochmal ein Freistoß für die Chemiker. Paul Horschig schießt da knapp daneben. Das wäre es eigentlich gewesen. Dann ist Halbzeit und Philipp Haran steht plötzlich draußen, weil der Opa von ihm medizinisch betreut werden muss. Jagatic nimmt ihn dann auch raus. Wir fragen später dann nochmal nach. Für ihn kommt Manuel Vaja. Hinein in die zweite Hälfte. Die Chemiker wieder im Angriff. Patrick Baudis, da sieht er ganz schlecht aus. Florian Kirstein hat ihn da regelrecht abgekocht. Schöne Aktion von den Chemikern. Es steht immer noch aber 1 zu 0 nur. Aber auch die Halberstädter spielen noch mit. Schneller Einwurf hier von Pascal Hacketal. Jona Renner schön durchgesetzt über die linke Seite und Schussversuch von Ole Hoch. Ja, die Vorharzer, sie werden jetzt etwas mutiger. Und dann sieht Manuel Rost diese Aktion in der 75. Minute. Der eingewechselte Manasseh Eschel im Zusammenspiel mit Rechtsaußen Florian Brückmann. Da ist ganz viel Platz, ganz viel Grün. Schuss jetzt von Eschel, abgeblockt. Lukas Surek stellt auf 2 zu 0. Humorlos zimmert er den Ball in die Maschen. Das sieht doch jetzt hier richtig gut aus für den Tabellen-7. Sehr zur Freude der eigenen Fans. Das Saisonzieljahr erreicht mit 50 Punkten. Nichts zu tun mit dem Abstieg. Es läuft für die Chemiker. Und wie aus dem Nichts verkürzt Halberstadt. In der 78. Minute nach einem Eckstoß. Hendrik Kuhnhold ist der Torschütze. Wir haben diese Szene leider nicht länger. Aber wir haben sie noch mal aus der zweiten Kameraperspektive völlig unbedrängt. Hendrik Kuhnhold zum Anschlusstreffer. Dann die 90. Minute. Da wird Halberstadt jetzt mutiger. Patrick Baudis hat hier noch mal eine richtig gute Möglichkeit. Aber Benjamin Bellot ist
auf der Hut, Glanzparade, verhindert hier das 2:2. 3 Minuten Nachspielzeit gibt's dann und dann sind wir schon in der 91. Und irgendwie kullert der Ball dann doch noch rein. Halberstadt dreht auf 2:2, kommt nach einem 0:2 wieder zurück. Benjamin Bellot sieht da ganz schlecht aus. Luis Malina ist zur Stelle und trifft zum 2:2. Ist schon sein 6. Saisontor. Fazit: Chemie Leipzig kann eine 2:0-Führung nicht behaupten und fängt sich noch 2 Gegentore ein. Aber für Miroslav Jagatic zählen heute andere Dinge angesichts der Auswechslung von Philipp Harrand. Ingo Hane fragt nach. Fußball ist nicht immer das Wichtigste. Auch heute leider zur Halbzeitpause hatten Sie Philipp Harrand ausgewechselt, weil der Opa behandelt werden musste. Wie geht es ihm zunächst mal? Die Information, die wir jetzt haben, auch von Harry, dass er jetzt auf dem Weg ins Krankenhaus ist und auf dem Weg der Besserung. Und hast du gut gesagt, Fußball ist in so einem Moment dann zweitrangig und überhaupt Gesundheit für die Familie, das A und O. Und Fußball kannst du dann immer spielen, wenn du gesund bist. Und Manuel Rost, der Halberstädter Trainer, dürfte eigentlich zufrieden sein. Charaktertest bestanden, Punkt geholt. Schaut man jetzt noch nach Zwickau, ob da vielleicht doch noch was geht in Sachen Klassenerhalt? Gar nicht. Grundsätzlich gibt es immer Dinge, die sich ergeben können. Und dann ist es immer wichtig, dass du die Position, die du hast, dass du die auf jeden Fall hältst. Und wir nehmen es auch insgesamt für unseren Weg mit. Die Germania, sie will den vorletzten Tabellenplatz unbedingt halten für das Fünkchen Resthoffnung, was da noch besteht. Aber seit dem Winter plant der Verein schon zweigleisig, der Gang eine Liga tiefer. Er wird wohl unausweichlich sein.